Ahoi ihr Lieben, herzlich willkommen aus dem Hafen von Amsterdam. Ich gehe nach Ewigkeiten mal wieder in Amsterdam an Bord, kam lange nicht vor. Und es geht auf ein ganz besonderes Schiff. Und zwar ist es das erste Schiff von Norwegian Cruise Line von NCL, einer neuen Klasse seit 10 Jahren. Muss man sich ja mal vorstellen. Viele Schiffe der Breakaway und Breakaway Plus Klasse, die waren dann am Ende bauähnlich. Ja, aber jetzt die Norwegian Prima, so spricht es der Amerikaner aus. Prima, ja, der Prima kennt man, das ist die Norwegian Prima. Erste Schiff einer neuen Klasse. Ups. Und kleiner sogar als die Breakaway-Klasse, beziehungsweise für weniger Gäste, ganz spannend eigentlich. Sonst wird es immer mehr, immer größer. Ja, da geht es jetzt an Bord. Also auch für mich besonders spannend, weil ich ja häufig auch auf Schiffen bin, wo ich mal denke, na, alles baugleich oder bauähnlich und so hat man alles schon gesehen. Also deswegen hier dieses Mal ganz besonders spannend für mich. In diesen Zeiten, das muss man auch immer noch dazu sagen, relativ ungewöhnlich. Jetzt Corona-Test oder was, musste jetzt hier gar nicht mehr gemacht werden. Hier musste ich jetzt tatsächlich noch eine Impfung vorzeigen, aber das entfällt in Kürze bei NCL oder ist bei NCL entfallen. Es kann immer noch sein, aufgrund der Häfen, dass da was gezeigt werden muss. Aber da ist man, hat man bei NCL schon weit gelockert. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt an Bord. Genug geredet. Ja, hier hat man schon mal einen ganz guten Blick gebaut. Übrigens bei Fincantieri, dieses Mal nicht mehr bei der Meyer Werft in Papenburg. Ja. Und dahinter Schwesterschiff, wenn man so will. Norwegian Seven Seas ist ja die Luxusmarke innerhalb der Norwegian Cruise Line. Wie heißt das? Holding, glaube ich. Ja. Das Erste, was man jetzt macht hier, man geht gar nicht auf die Kabine, sondern man geht auf seine Musterstation. Also da, wo man dann hin muss im Falle eines unwahrscheinlichen Notfalls. Ja, und hier sind wir erstmal mitten im Casino. Das fällt natürlich hier bei unseren amerikanischen Freunden traditionsgemäß immer ein bisschen üppiger aus. Weil die Reederei, ne, die setzt ja die Flächen immer so ein, wie sie natürlich am meisten Geld verdienen können. Ist immer so ein bisschen desillusionierend, aber das ist die Wahrheit. Und das ist auf internationalen Schiffen häufig viel Fläche für Casino. Erster Eindruck. Ich habe die norwegischen Schiffe immer so ein bisschen dunkel in Erinnerung. Und das hier, also, muss ich ganz ehrlich sagen, das gefällt mir schon mal ausgesprochen gut, weil es angenehm hell ist. Also es ist irgendwie sehr modern, es ist nicht so konservativ, so wie es sonst teilweise auf den anderen Schiffen ist. Also das, ja, geht so ein bisschen vielleicht in die Richtung Norwegian Edge, sage ich schon, Celebrity Edge oder so die Richtung. Ja? Also kann sich schon mal sehen lassen hier. Und bei der guten Grün scannt man dann einmal seine Karte ein und dann ist das Ganze auch schon erledigt, denn ein Video hat man schon zu Hause gesehen mit den Sicherheitsgefühlen. Auch die Kabinengänge, das sieht ja schon mal sehr elegant aus. So, das ist meine Kabine hier, 11730, achso, stand auch offen. So, hier schaltet man den Strom ein. Oh, kalt ist es. Das sind die amerikanischen Klimaanlagen hier. Mensch, ja, guck mal hier. Dankeschön, schon mal ein paar Pralinen, das ist schon mal ganz gut. Ah, das ist, ich überlege gerade, das müsste ja aus der ähnlichen Möbelfabrik kommen wie so die MSC-Schiffe. Vielleicht erinnert es mich daran, so ein bisschen Seaside-Klasse oder so. Ja, so, das ist einmal hier die Balkonkabine. Das finde ich immer sehr gut heutzutage, dass es so ein bisschen luftiger ist von da unten. Das hat man früher lange nicht so gemacht. Ja, ah, aber bei Costa zum Beispiel auf der Diadema haben wir es auch so gemacht. So, ja, Balkon, Größe. Ist okay, würde ich mal sagen. Endlich mal wieder Amsterdam und das hier noch bei so einem traumhaft schönen Tag. Ach, guck mal hier mit Blick auf die Brücke sogar. Die Brücke Nock zumindest. Interessanter Stuhl hier auch. Sieht sehr bequem aus. Ob er das ist, wird sich zeigen. Ja, groß und ganzen. Schöner erster Eindruck hier schon mal. Ach, guck mal hier. Ich hoffe, ich habe irgendwie genug europäische Stecker, amerikanische Stecker dabei, weil hier ist nur einer, aber das im Detail gucken wir uns alles später an. So, hier sind wir auch drin, im Bad alles, oh, so groß hier, ist ein riesiges Waschbecken, meine Güte. Ja, sehr gut schon mal, aber jetzt bin ich so wahnsinnig hungrig, also gucken wir gleich mal, was es da Schönes so gibt, ne? Ganz so modern wie das Schiff ist das Tagesprogramm jetzt nicht. Das ist immer so ein bisschen zweckmäßig hier gestaltet. Ja, und der Blick jetzt hier aufs Essen. Also wir haben es jetzt 14.23 Uhr und ich könnte jetzt entweder gehen ins Surfside Café, das Buffet-Restaurant, The Local. Das ist sowas mit Comfort Food, unter anderem Burger und so, wie das Oceans früher.
Oder aber, das finde ich spannend, ganz neu, die Indulge Food Hall. Da gibt es so Street Food und das ist eben hier auf dem Schiff komplett neu. Da versuche ich mal mein Glück. Gute halbe Stunde habe ich noch. Ich hoffe, es haben nicht so viele jetzt die Idee, dahin zu gehen. Wenn ich übrigens in diesem Video noch müder aussehe als sonst, ja, der Eindruck täuscht nicht, denn ich habe wirklich nicht so gut geschlafen. Also dabei bin ich gar nicht so früh losgereist, also 7:45 irgendwie in den Zug gestiegen, das ist jetzt gar nicht so früh. Aber ich habe wirklich leider fürchterlich geschlafen. So, wo muss ich hin? Auf 9, jetzt muss ich auf 8. Ja, also insofern, ne, das ist schon mal so eine Sache, weil das ist ja dann auch aufregend so, ne? Insofern. So, jetzt aber endlich was essen. Zuletzt hatte ich was im Zug, jetzt sind wir hier auf 8. Und jetzt geht's hier so. Heißt es eigentlich Indulge oder Indulge? Ich würde sagen Indulge Food Hall. Und hier auf Deck 8 kommt man hier schon an dem Auslaufbereich hier der Rutsche vorbei. Ich weiß gar nicht, können wir die jetzt eigentlich hier sehen? Also die geht ja einmal da über viele Decks runter. Nee, können wir nicht sehen. Und man darf hier jetzt gerade nicht lang, weil getankt wird offenbar. Getankt übrigens noch klassisch, ich weiß gar nicht, Marinediesel oder was. Ja, jedenfalls kein verflüssigtes Erdgas. So, hier wäre The Local, wo man 24 Stunden, glaube ich, essen kann. Ja. So, dann wollen wir mal schauen hier. Indulge Food Hall. Man kann überall sitzen, wo man möchte. Hände waschen. Ja, keine dumme Idee. So, wenigstens mal die rechte Hand kommt von Herzen. Man sagt man normalerweise bei der linken, ne? Und man kann sich da Essen holen und kann dann sogar, habe ich gelesen, dann soll dann da ruhig durchaus da an so einem Liegestuhl sich hinsetzen. Ach krass. Was ist das hier? So ein Tandoori-Chicken-Ofen. Haben Sie bei Aida, gab es da auch mal Tandoori. Auf irgendeinem Schiff gibt es auch so einen Tandoori-Ofen. Ja, und ich habe jetzt hier einzelne Stationen. Und wenn ich das richtig gelesen habe, bestellt man dann hier an diesen Tablets, ja, Getränke und Essen. Hallo, good afternoon. So. Aber mir wurde gesagt, es sei ein bisschen eng möglicherweise. Also Food Hall, man denkt an eine Halle. Oh ja, hier. Das sind die Desserts, die kosten Aufpreis. Ansonsten ist Stand heute eigentlich alles im Reisepreis enthalten. Aber die sehen jetzt auch so hochwertig aus, ne, dass man jetzt sagen würde, okay, Aufpreis dafür, das kann man durchaus mal machen. Was ich wirklich spannend finde, hier gibt es Texas Smokehouse. Ich sehe ja oft Dinge auf Schiffen, die habe ich schon tausendmal gesehen. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Das ist mal wirklich was ganz Neues, dass ich hier wirklich so einzelne thematisch unterschiedliche Stände habe. The Garden, dann ein Starbucks, da natürlich dagegen Aufpreis. Seaside Rotisserie. Rotisserie ist immer irgendwas mit Fleisch im Zweifel. Ja, und dann würde ich sagen, suche ich mir gleich mal einen schönen Platz, wo ich mich dann hinsetzen kann und dann da direkt hoffentlich bestellen kann. Also schauen wir mal. Wie gesagt, Hunger mittlerweile wirklich groß. Also guck mal, das sieht doch hier ganz gut aus. Wobei hier ist noch ein bisschen ruhiger. Nehme ich hier mal Platz. So, gucken wir uns das Ganze mal näher an. Ja gut, ich habe praktischerweise immer schon so Fotos, wo ich sehen kann, was es gibt. Das ist ja nicht so ganz unvorteilhaft, weil ich finde, gerade bei internationalen Reedereien ist es häufig so, man sieht dann da am Nachbartisch was und denkt so, oh Mensch, da hätte ich das gewusst. Ja, dann hätte ich das bestellt, so. Pork loin, chicken legs, leg of lake, desserts, Tapas. So, achso, Tapas hatten wir gerade schon, Tamara Lunch. Achso, das war hier Indisch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Achso, hier Noodles Lunch gibt's auch. Pad Thai, da habe ich irgendwas drüber gelesen. Ich glaube, Pad Thai, das ist, glaube ich, mal was. Oh, guck mal, sogar German Spätzle. Das ist doch was. Was muss ich jetzt, achso, oh. Mit Herb Mac and Cheese. Ah ja, okay. Man muss ja ein bisschen erklären, was es ist. Ach, The Latin Quarter. Klingt auch gut. Mariscos. Ist auch Guacamole. Das wäre doch vielleicht was so als Vorspeise. Oder lieber von The Garden. Das ist jetzt das Mittagsmenü. Abends gibt es dann was anderes. Ich würde sagen, ach, irgendwas. Ach, Cobb Salad. Das mag ich doch hier. Cobb Salad. Das ist doch schon mal gut. Also, Order. So, zack. Ja. Ach guck mal, da kann ich ja was dazu bestellen, auch Black and Tuna, der war irgendwo schon, das ist der Vorteil, wenn man nicht als Erster an Bord geht, man kann schon nämlich lesen, was die amerikanischen Kollegen geschrieben haben teilweise. Black and Tuna gebe ich da mal rauf. Ich glaube, so richtig viel ist es nicht, deswegen würde ich das dann gleich mal bestellen. Und dafür dann natürlich hier die Karte, glaube ich, ranhalten. So. Na, place my order. Placing your order. Ursprünglich sollte das mal Geld kosten, deswegen steht da paid. Aber bei den Amerikanern ist da nicht zu trauen. Also wer weiß, ob es nicht doch irgendwann Geld kostet, weil sie merken, es wird viel zu voll hier und dann, ja. Ach so, ja, a tip, paid check. So, no tip, der geizige Deutsche. So, jetzt kommt hoffentlich was, glaube ich. Schauen wir mal.
Und da kam ja auch schon hier mein Kopfsalat mit Blackened Tuna. Und man, guck mal, man sieht schon hier, der Tuna, der ist noch, kann man das sehen? Hier ist unscharf. Wow, der ist noch roh da innen, so wie er nämlich sein soll. Also bin ich sehr gespannt. Und während ich dann gegessen habe, kam dann auch schon hier mein zweiter Gang, den ich dann noch bestellt habe, nämlich besagtes Pad Thai. So, von der Größe der Portion ist es so, dass man da durchaus mehrere Portionen von essen kann. Ja, also das ist eigentlich ganz gut gemacht. Also nach dem Salat jetzt hier noch die Nudeln, aber dann bin ich, glaube ich, auch fein. Vielleicht noch was Süßes dann. So, wir haben die Aufpreisdesserts sozusagen, die haben wir schon gesehen, aber es ist auch hier einiges inklusive. Chocolate Pralinen Cake. Das klingt ganz gut hier. Sieht auch gut aus hier, ne, oder? Was das herzhafte Essen angeht, das ist soweit schon mal wirklich gut gewesen. Ich bin gespannt, ob man das hier aufrechterhalten kann, dass es wirklich inklusive ist. Denn ich kann mir vorstellen, wenn sich das erstmal rumspricht, ja, dass es ein super Konzept ist oder so, dann könnte es noch ein bisschen voll werden. So, jetzt kommt hier halt noch besagtes Dessert. Sieht gut aus, aber wie gesagt, für inklusive. Mmh. Oh ja. Mmh. Sehr, sehr gut. Wirklich. Mmh. Zum Glück, also jetzt für zum Glück für die Kalorien, ist es nicht ganz so riesig, zum Glück, ja. Ich finde es immer ganz gut, wenn man auch so kleinere Desserts hat, weil dann hat man den Genuss, aber eben der Schaden hält sich in Grenzen. Also der Schaden in Anführungsstrichen, dass man dann irgendwie hinterher 3 Kilo schwerer ist oder so. So sind es dann nur 300 Gramm vielleicht. Was typisch NCL ist, ja, dass man die Getränke, auch Cocktails, häufig nur in solchen Bechern bekommt, aber ich habe mir erklären lassen, ich hoffe, das stimmt auch, dass die kompostierbar sein sollen. Also es ist jetzt kein normales Plastik. So, das ist jetzt hier der Außenbereich. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man jetzt hier auch so ein Tablet sich hier mitnehmen könnte und hier liegen könnte und dann auch hier essen könnte, weil es sieht eigentlich so aus hier, ne? Von diesen Tischen oder so, würde sich ja eigentlich anbieten. Ja, ganz schick hier. Erinnert so ein bisschen so auf der Ida, auf der Helios-Klasse, also der Nova, der Cosmos, so hinten so die Lanai-Bar. Ein bisschen kompakter allerdings. Und Blick hier nach oben rauf. Und hier hat man nochmal einen guten Blick hier zu den Nachbarn hier. Die besagte Seven Seas Voyager. Was heißt besagt? Ich habe den Namen noch gar nicht gesagt, weil ich es gar nicht wusste. Aber oh, da ist was. Die legen ab hier. Die fährt jetzt schon. Wir legen erst ab nachts 3.30 Uhr. Ja, die Seven Seas Voyager von Regent. Regent fehlt mir noch bei den Luxusreedereien. Wobei es natürlich so ist, ehrlicherweise muss man natürlich sagen, die Luxusreedereien sind natürlich immer nur für einen relativ kleinen Teil für euch wirklich interessant. In dem Sinne, dass ihr dann auch potenzielle Gäste wäret. Ja? Weil die meisten ziehen ja doch Reisen vor, wo ich irgendwie eine ganze Woche bekomme, wo ich bei Regent vielleicht für eine Nacht so viel bezahle. Ja? Also insofern, ja, aber es soll ja immer für alle was dabei sein. Also vielleicht irgendwann auch mal Regent. Mich erinnert das so ein bisschen an so ein Resort. Also sehr, sehr schön hier, ja, auch mit dem Wasser und diesen Daybeds, weil es natürlich relativ wenige Daybeds sind, ist auch klar. Also nicht für jeden eins dabei. Und hier sehen wir auch nochmal besagte Rutschen hier, die Trockenrutschen. 2 Stück sind das ja, also die werde ich sicherlich dann die Tage auch nochmal ausprobieren. Aber man muss natürlich auch sagen, man liegt jetzt hier nicht so ganz unbeobachtet, ne? Denn da sind natürlich die ganzen Balkone. Was man letztlich auf der Breakaway-Klasse schon eingeführt hat, dass man wesentlich mehr Bereiche hat, wo man hier sitzen kann mit Blick aufs Wasser. Wobei hier jetzt auch mal zahlreiche Bereiche sind, wo jetzt nicht unbedingt irgendwie nur irgendwelche Restaurants sind, Aufpreisrestaurants, sondern ja, man kann hier ganz entspannt einfach so sitzen. Ne? Auch sowas ganz Banales, ne? Die Bereiche hier mit den Fahrstühlen, das ist wirklich auch ausgesprochen schick, finde ich. So, jetzt war die Hoffnung, dass der Koffer schon da ist und da ist er auch schon. Oh, denn das gehört ja auch irgendwie dazu, erstmal den Koffer auszupacken, wobei sich das hier für meine 3 Nächte fast kaum lohnt. Da ist sie ja schon wieder hier. Was macht die denn jetzt schon wieder hier? Die fährt ja irgendwie, also sie hat, glaube ich, irgendwo gewendet hier. Ich will immer sagen Seven Seas Splendor, nein, Seven Seas Voyager. Wow. Hopp.
Auf dem Kabinenfernseher kann ich nicht nur Fernsehen, sondern alle möglichen Dinge auch buchen, wie Restaurants oder Shows oder kann gucken. Aber das ist ja eigentlich Standard, was auf meinem Bordkonto drauf ist. Aber ich habe schon Schreck bekommen. Hier steht, ich heiße Natascha Tatjana Haag. Aber vielleicht war die auf der letzten Reise oder ist auf der nächsten Reise. Ich dachte wirklich schon, ich bin in der falschen Kabine hier. Aber ja, Natascha Tatjana Haag. Also wer sie kennt, kann es ja mal in die Kommentare schreiben. Der Name ist ja relativ markant. Ne? Gibt es Steckdosen am Bett? Das ist ja immer die große Frage. Natürlich einmal hier amerikanische Steckdose. Aber hier, guck mal, in der Lampe ist ein USB-Anschluss. Und was ich bemerkenswert finde, weil ich das bewusst jetzt so noch nicht irgendwo gesehen habe, auch ein USB-C-Anschluss, der ja auch ja immer häufiger gefragt wird, so, da kann ich also Smartphone und Uhr hier gleichzeitig laden und brauche kein Ladegerät. Echt praktisch. Und was mir ja bekanntermaßen immer wichtig ist an einer Kabine, dass man sie auch ordentlich verdunkeln kann. Und da muss ich sagen, kann man schon mal sehen hier, der Vorhang ist hier in so einer Art Kasten quasi einmal drin. Und das bedeutet, wenn wir jetzt mal schauen, also es ist jetzt hier nachmittags 17 Uhr oder was. So, da oben kommt minimal noch was Helligkeit durch, da unten auch minimal. Also muss man sagen, hier hat man mal was gemacht, was man selten auf Schiffen macht. Man hat sich nämlich mal richtig Gedanken gemacht, wie man das wirklich richtig dunkel bekommt. Ja. Also das gibt hier schon mal, also ich würde sagen 9,9 von 10 Punkten auf der Verdunklungsskala. Und wieder unterwegs hier auf dem Schiff, Deck 6 bin ich jetzt. Ja, hier ist es ein bisschen dunkler, auch wenn es noch gar nicht so spät ist. Und hier ist eins der ja inkludierten Bedienrestaurants, eines der Hauptrestaurants, will ich mal sagen. Und was neu ist hier auf dieser Schiffsklasse, es gibt hier jeden Tag zu jeder Mahlzeit letztlich die gleiche Karte. Ja, also ich habe jetzt hier Vorspeisen, 2, 4, 6, 7, Coconut Shrimp, asiatische Spare Ribs, Mini Crab Cakes, Chicken Quesadilla, California Roll. Ich habe Suppen und Salate, 2, 4, 6, 8. Ich habe Pasta-Möglichkeit. Ich kombiniere die Pasta mit einer Soße und packe noch Shrimps, Chicken, Meatballs oder Pilze obendrauf. Oder ich habe vegetarische Gerichte oder ich habe ein Gericht, was mir der Kellner verrät. Ich habe diverse Fischgerichte, 2, 4, 5. Also relativ große Auswahl, so dass es, wenn man jetzt hier irgendwie 3, 4, 5 Mal auf so einer Reise isst oder so, ist es eigentlich keine Schwierigkeit. Und es gibt ja die Desserts wie Warm Chocolate Lava Cake, Warm Bread Pudding, Brot Pudding, Creme Brûlée, Apfelkuchen, also all das, was eben besonders populär ist. Und wenn man nun wissen möchte, wie voll sind denn gerade die Restaurants, das kann man dann hier gut sehen, also The Commodore Room, den wir gerade gesehen haben, zu 29% gefüllt, 17:45 Uhr, Hudson's angeblich voll, The Local leer. So, und da kann ich hier unten gucken, Specialty Dining, also Spezialitätenrestaurants gegen Aufpreis. Wo kann ich da noch hingehen? Le Bistro zum Beispiel, dann wird mir das angezeigt, wo das ist. Ich kann es hier drüber direkt reservieren. Jo. Also eigentlich im Großen und Ganzen wirklich sehr praktisch. Ein richtig schön entspannter Abend ist das hier in Amsterdam. So, ich gehe gleich nochmal unter die Dusche. Was mir gerade erst so ganz bewusst aufgefallen ist, ehrlich gesagt, es kam hier gerade der Kabinensteward kam rein, um sich vorzustellen. Und da dachte ich so, oh, der trägt gar keine Maske. Und dann wurde mir bewusst, das ganze Personal trägt hier keine Maske mehr. Das ist ja im Moment ja, ganz selten auf Kreuzfahrtschiffen. Das Personal muss da eigentlich immer noch Maske tragen, die Gäste in der Regel nicht mehr. Und ja, das ist natürlich für die super, weil die müssen teilweise hart körperlich arbeiten. Und da muss man einfach sagen, das geht besser, wenn man da frei atmen kann. Überhaupt gar keine Frage. Ne? Also Wahnsinn. Hier ist man eigentlich offenbar komplett zurück wieder in der Normalität. Und ja gut, man lebt am Ende damit, dass dann und wann mal jemand krank ist. Ne? So, geduscht und umgezogen. Ja, ihr seht, ich bin jetzt nicht besonders schick oder so angezogen. Auch wenn ich heute in eines der beiden Restaurants gehe, wo man keine kurze Hose tragen darf. Man darf abends durchaus in den Restaurants kurze Hose tragen, außer in dem Seafood-Restaurant. Und ich glaube, das andere ist das Le Bistro. Muss ich nochmal gucken. Das Seafood-Restaurant, wo ich jetzt hingehe, ich kann mir den Namen immer nicht merken. Irgendwas mit P war es, glaube ich. Also gucken wir mal. Ich wusste es, es war mit P. Palomar. Das ist ein neues Restaurantkonzept hier. Entweder so mit Außenplätzen, wobei man sieht, hier ist nicht so wirklich was los. Deswegen denke ich, wird man mich wohl auch drinnen platzieren. Vermute ich mal. Und der Platz hier drin ist irgendwie richtig, richtig schön. Ja, und hier habe ich nun zahlreiche Möglichkeiten.
Das sind relativ hohe Preise, muss man sagen. Also gerne mal 30, 40 Dollar oder so in die Richtung. Aber viele haben, wie ich, ein Dinner-Restaurant-Package, so dass man da dann so ein Menü inklusive hat. Also deswegen muss man diese Preise eigentlich gar nicht so beachten. Also die meisten haben halt so ein Package, denke ich mal. Ne? Brot, hier schon mal geröstetes Sauerteigbrot. Und interessant, die Weine wählt man hier auf einem Tablet aus. Und da kann man auch filtern, wenn man nur ein Glas möchte und nicht eine ganze Flasche. Sehr praktisch. Ja, noch vor dem Aperitif jetzt hier drei Jumbo-Prawns. Oder sagt man Jumbo-Prawns? Sieht schon mal sehr gut aus. Da ist er dann doch noch hier. Ein Lemon-Martini mit Wodka. Und im nächsten Schritt hier ein Beetensalat. Ja. Wie man sieht, nicht rote Beete, sondern mal in hell. So, bei diesem wunderbaren Blick jetzt hier auf die Stadt sind wir schon beim Hauptgericht angekommen, beim Seeteufel. Und zwar mit grünem Spargel und Kartoffelspalten. Da sind wir beim Dessert. Ja, das sind jetzt nicht ein paar Himbeeren, sondern das ist ein, meine Güte, Vanille-Cheesecake im Glas mit Himbeeren. Gar nicht mal so klein, aber sieht wahnsinnig lecker aus. Hoffe, es schmeckt auch so. Das Essen war soweit gut, gar keine Frage. Jetzt muss man allerdings auch wissen, das, was ich da hatte, hat insgesamt mit 90 Dollar auf der Karte gestanden. Und da kommen dann normalerweise noch zu 20% Trinkgeld, also 108 Dollar. So, jetzt hatte ich aber also ein Dinner-Package und konnte einmal da umsonst essen in einem Spezialitätenrestaurant. Dafür ist es dann im Großen und Ganzen gut gewesen. Denn es war jetzt nicht so herausragend, dass ich jetzt bereit gewesen wäre, dafür 108 Dollar zu bezahlen, ehrlicherweise. Aber ich glaube, das ist irgendwie so ein bisschen Strategie, dass man da so Preise raufschreibt, die so ein bisschen Mondpreise sind, weil man weiß, okay, die meisten Leute haben eh ein Package, entweder für einen Besuch oder für drei Besuche während einer Reise. Und wahrscheinlich gibt es niemanden, der wirklich dahin geht und dann 108 Dollar dafür bezahlt. Aber die Leute sollen irgendwie vielleicht das Gefühl haben, so, oh, da haben sie jetzt was richtig Tolles bekommen. Ja. Also wie gesagt, gut, aber sicher nicht herausragend. Der Service, ja, das ist nun Tag 1, erste Reise mit zahlenden Gästen hier. Und da muss ich sagen, die waren definitiv noch im Übungsmodus. Also der Kellner, der war, glaube ich, für einen Tisch war zuständig, nämlich nur für mich, weil es relativ leer war. Und es war dann so, also die Krönung war, dass ich dann gerade mein Dessert löffelte. Da kommt er an und fragt, kann ich schon mal die Bordkarte haben, um die Rechnung vorzubereiten? Also da denke ich so, ja, naja, gut, das war jetzt noch nicht so. Also im Großen und Ganzen, ne? Essen lecker, Service noch gewöhnungsbedürftig, aber das Ganze ganz sicherlich nicht für 108 Dollar, sondern eher, ja, wenn es im Reisepreis so in so einem Rahmen eines Packages enthalten ist. Ich war dann eben noch mal kurz gucken in einer Bar mit Live-Musik, mit wirklich richtig guter Stimmung. Dann habe ich beim Karaoke geguckt. Ja, Karaoke ist ja immer so eine Sache. Ja, also wirklich singen konnte der Kandidat da nicht so. Ja, dann habe ich noch einige von euch getroffen. War auch sehr interessant, haben ein bisschen gequatscht. Vor allen Dingen ein Paar war da auch und da sagte sie dann so, ja, wir sind hier, weil mein Mann sonst nicht mehr Kreuzfahrt machen kann, weil er nicht geimpft ist gegen Covid-19. Bei NCR geht das ja wieder. Ich wusste nicht ganz genau, wie es auf dieser Reise ganz exakt ist, weil ich nicht ganz sicher war, ab wann das gilt bei NCL, dass wieder jeder mitfahren kann. Aber jetzt ist es also so, in diesen Zeiten im Moment entweder geimpft oder aber als Ungeimpfter bringt man einen negativen Covid-19-Test, Antigen-Test. So, ja, das nur am Rande. Ja, ich sehe nicht nur müde aus, ich bin es auch. Und insofern würde ich sagen, ich gehe jetzt mal schlafen. Ja, auslaufen haben wir gar nicht gesehen. 3.30 Uhr in der Nacht. Ich hoffe, dann schlafe ich tief und fest. Wenn nicht, dann nehme ich euch natürlich mit. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir uns am Morgen dann wiedersehen, direkt vom Meer. Temperaturen morgen nicht mehr ganz so warm. Heute hatten wir 27 Grad, also 14 Grad noch so. Also mal gucken. Ich bin gespannt auf morgen. Guten Morgen. So, ich habe geschlafen wie ein Stein. Meine noch gestern so großzügig vergebenen 9,9 Punkte. Ein bisschen würde ich es revidieren, aber Verdunklung trotzdem noch gut. Ja, also, so, au, jetzt sind wir auf dem Meer. Meine Güte, ich sehe gar nicht, was ich hier filme. Oh, so geblendet bin ich. Herrlich. Aber ich glaube, heute ein bisschen frischer, oder? Ach nö, so in der Sonne. Also traumhaft, oder? So, kleiner Blick mal auf das Frühstück im Buffet-Restaurant. Das ist, es ist wenig überraschend, am Ende relativ amerikanisch von dem, was wir gleich sehen. Denn ich habe
ich glaube, so Aufschnitt, so klassischen Aufschnitt, was die Amerikaner so Cold Cuts nennen, habe ich gerade nicht gesehen. Doch hier, guck mal hier, Mortadella, Salami, Käse, Käse. Aber das spielt hier halt eine untergeordnete Rolle, denn kommen wir zu dem, Obst haben wir, Omelette-Station gibt es hier. Guck mal, können wir mal raufgucken, das sieht alles sehr gut aus. Hello! Er hat's kapiert hier. So, Beans, Rührei, so. Hier gibt es Omelettes. Oh, guck mal, das sieht auch gut aus hier. Cinnamon Roll, wow. Dann hier Hot Pecan, Cinnamon Roll, Bacon, der sieht auch fantastisch aus. Ja, und wenn wir dann weitergehen, das Buffet-Restaurant allerdings ein bisschen klein, wie ich finde. Dementsprechend ist es auch voll. Hier gibt es das Express-Frühstück, bestehend hier aus Omelettes und Bacon. Hier ist dann Pancakes and French Toast schon wieder. Ups. So, Rührei. Nehmen wir mal ein bisschen weiter. So, was hier? Oh ja, hier, guck mal, die Toppings für die Waffeln. Mit Cottage Cheese, mit Sahne, mit Erdbeeren, mit Müsli. Egg Benedict gibt es. Ja, dann wieder eine Omelette-Station und dann haben wir es auch gleich durch. Da hinten noch am Eingang, das, was bei den deutschen Reedereien immer so ein bisschen versteckt wird, weil es so teuer ist, kommt da nämlich am Anfang gleich. Und zwar der Salmon, der Räucherlachs. Wo ist er denn? Ich sehe ihn aber gar nicht. Ach doch, guck mal, da ist er. Sieht also eine Riesenstation, dann ist da so ein bisschen da. Smoked Salmon, jawohl. Also amerikanisch angehaucht, das Ganze natürlich. So, mein Frühstück, das ist dann geworden. Hier ein Lachsbagel und etwas Rührei, ein Kaffee. Jetzt sitze ich hier in einem Bereich, wo viele gar nicht wissen, dass man hier auch sitzen kann. Ja, hier ist nämlich noch Platz, ganz entspannt. Ja, und warum sollte es nicht auch zum Frühstück einen Nachtisch geben? Hier noch ein Schokocroissant und ein, ich wüsste gar nicht, wie würde man das hier nennen? Seetag ist ja heute auf dem Weg nach Kiel, ja, und ich bin jetzt hier in der Observation Lounge und ich muss sagen, es ist wirklich außergewöhnlich entspannend. Ja. Es ist aber so, ich habe es jetzt mittlerweile erfahren, es sind knapp 2000 Gäste wohl an Bord. Was wäre so da das Maximum? Also bei Doppelbelegung der Kabinen sind es so 3200 Passagiere. Und ja, wenn noch dritte und vierte Betten belegt sind, dann sind so insgesamt zugelassen knapp 4000. Also da ist das jetzt schon eine sehr, sehr, sehr entspannte Atmosphäre. Ich bin jetzt hier im Hudson, eines der Hauptrestaurants. Das ist wirklich der Hammer, weil man irgendwie super viele Plätze hat, wo man immer den Blick hat. Ja, aufs Wasser. Also das ist wirklich irre. Also hier gibt es gefühlt gar keine schlechten Plätze, auch wenn ich jetzt hier gar nicht direkt am Fenster sitze. Aber das ist eine richtig gute Location. Ja, zum Mittagessen gilt auch hier wieder täglich so das gleiche Menü. Starters, Suppen, Lunch Favorites, überwiegend so Burger oder solche Dinge. Aber auch hier Churrasco Steak, Pork Milanese, gegrillter Fisch, sowas gibt's auch. Oder Hauptgerichtsalate. So, da ist auch schon die Vorspeise. Wantans mit einer süß-sauren Soße. Ich hatte es übrigens gar nicht so ganz genau erklärt hier. Das Hauptrestaurant ist das eines von zweien. Essen im Preis enthalten, natürlich. So, da ist dann der Hauptgang. Sandwich mit Roast Beef, eine Gravy-Soße. Dann Pommes und noch ein kleiner Beilagensalat. Aber da sieht man schon, Mensch, da wird richtig auch Fleisch raufgegeben. Ne? Da ist man ja bei Sandwich, vielleicht in Deutschland ist man dann nicht ganz so großzügig mit, aber sieht doch gut aus. Ne? Und es musste natürlich auch noch ein Dessert sein hier, der Chocolate Lava Cake mit Stracciatella Eis und Erdbeerkompott und ja, Chocolate Lava Cake. Jetzt wollen wir das Lava auch mal sehen. Wobei, na, doch, kommt noch was raus. Kleiner Wettercheck hier jetzt mal auf der Norwegian Prima. Ja, windig, also wirklich windig. Und dadurch im Großen und Ganzen eher ein bisschen ungemütlich, ja. Aber gut, ich meine, man merkt, es wird langsam Herbst, ne? Und dann hier unterwegs auf der Nordsee ist nicht so richtig überraschend. Wir sind halt nicht in der Karibik, ne? Zeit aber trotzdem mal hier eine der Rutschen auszuprobieren. Das ist jetzt nicht so hier die ganz steile Variante, ja. Also schauen wir mal. Notiz an mich selbst, beim nächsten Mal nehme ich dann auch eine Kamera mit der ich das Ganze filmen kann, weil es ist halt so, dass man da das Handy jetzt nicht einfach so in die Hand nehmen kann. Ja, es war so ein bisschen, bumpy, so pop, aber immer so an den Schweißstellen, da hat sich das immer ein bisschen komisch angefühlt, aber gut, aber ansonsten, ja, war sehr lustig, überhaupt gar keine Frage, hat Spaß gemacht, also super Geschichte.
Ich hatte dann Gelegenheit, mir mal den The Haven-Bereich anzuschauen, den Bereich nur für Suitengäste. Und zwar war ich da bei so einem Empfang eingeladen, aber ich dachte, Mensch, den Haven selbst mal anzugucken, ist natürlich noch ein Tick spannender als dieser Empfang. Und ja, es gibt ein eigenes Pooldeck mit Infinity Pool, wie ihr seht. Ja. Dann gibt es ein extra Restaurant, zum Beispiel auch mit Außenbereich, wo ich alle Mahlzeiten zu mir nehmen kann. Und es gibt unter anderem auch noch eine The Haven Lounge. Ja, also da bekomme ich dann Getränke unter anderem und ja, kann mich irgendwie in ganz angenehmer Atmosphäre irgendwie beschäftigen, kann was lesen oder was auch immer tun. Ja, das ist also so ein bisschen ähnlich vom Konzept Schiff im Schiff wie vergleichbar vielleicht MSC Yacht Club, wobei ich das jetzt natürlich jetzt nicht so im Detail ausprobiert habe. Also über die Qualität kann ich jetzt da so natürlich jetzt überhaupt gar nichts sagen. Und man hat hier am The Haven, ich wollte schon sagen am Yachtclub, hat man einen direkten Blick hier auf diese Rutsche, wo man ja fast, ja, kurze Zeit oben mal in freien Fall hat. Aber ehrlicherweise muss man natürlich sagen, wenn hier jetzt Kabinen, Suiten, was auch immer sind, so direkt jetzt hier an der Rutsche, ist irgendwie auch speziell, ne? Also das ist dann so Slide View Kabinen sind das dann so, ja. Also muss man sich überlegen, weil ja der eine oder andere wird ja dann da auch schreien wahrscheinlich in der Rutsche. Da könnte man dann mal rausgucken hier, da, ja, wenn man da dann langrutscht. Also ja, das ist so ein bisschen natürlich der Haken, ne? Wenn man da so große Rutschen hat. Am Ende geht es an den Kabinen vorbei und ja, vielleicht jetzt nicht so das perfekte Erlebnis für den, der da auf dem Balkon sitzt. Was mich hier übrigens gerade wahnsinnig macht, das Internet. Also ich versuche hier Stories hochzuladen, aber es geht einfach nicht. Ja, und da denke ich so, oh Mann, wir haben das Jahr 2022, dass das immer noch so ein Problem ist mit dem Satelliten-Internet. Also da hätte ich jetzt bei einem Neubau irgendwie schon mehr erwartet, ja, dass man da irgendwie, weiß nicht, andere Bandbreiten hat, auf die man da zugreifen kann. Ja, also Wahnsinn. So, das Abendessen heute nochmal da, wo ich gestern schon zum Mittag war, und das war in der Indulge Food Hall. Also das ist schon echt irre gut gemacht hier, ne? Mit so Food Trucks und ja, Tapas bekomme ich und alles Mögliche. Und das ist so wahnsinnig bequem. Ich muss also nur am Tablet bestellen und dann kommt das alles. Also das ist sicherlich irgendwie so ein großer Wurf. Ja? Also das ist innovativ. Ich glaube bei Virgin Voyages, da die haben auch sowas Ähnliches. Aber das habe ich ja jetzt noch nicht ausprobiert, also von daher The Garden, richtig gut. Also wenn man hier jetzt sitzt an so einem einzelnen Stand, da kann man immer das bestellen, was an dem Stand ist, habe ich mir erklären lassen, aber an den Tischen, da kann man quasi von allen Ständen bestellen, ja, also sehr spannend, wirklich, sagt das Tablet. Und wenn man hier mal durchguckt, es ist nochmal komplett anderes Essen als jetzt mittags, also macht es auf jeden Fall mal Sinn, dann hier auch abends zu essen, auch wenn das jetzt nicht so richtig viel tun, ich meine, es ist 7:10, ja. Ein schöner Salat, unter anderem mit Avocado, rote Zwiebel erkenne ich, Tomate erkenne ich. So, man hätte jetzt hier noch Protein in irgendeiner Form dazu bestellen können, also Thunfisch oder Tofu oder Chicken, glaube ich. Ja. Aber mir reichte das nicht so, so kann man ein bisschen mehr von den anderen Dingen noch probieren. Ne? Und ja, in Italien würde man sagen Bruschetta, so ist es halt Brot mit Tomatenwürfeln und Zwiebeln. Was aber nun ein bisschen ungewohnt ist, der Wein wird hier tatsächlich auch in einem Einweggefäß serviert. Ja. Und jetzt sind wir hier schon bei den warmen Dingen. Fisch auf indische Art, so würde ich es mal einfach mal ausdrücken. Man hätte jetzt noch Reis dazu bestellen können, aber ich dachte, naja, komm, dann kannst du lieber gleich noch was anderes essen, wo ich jetzt noch Reis dazu esse. So, lateinamerikanisch. Crepe Tostada. Und das ist, glaube ich, der letzte Gang hier. Rinderfilet hier mit Beilagen, unter anderem mit Auberginensalat. Ich dachte, den müsste man dann nochmal extra bestellen, deswegen kam der hier nochmal extra. Ja, das war ein bisschen. Das ist jetzt eine überraschend große Portion. Da denke ich so, oh ja, das ist jetzt der Hauptgang. Aber ich glaube, danach bin ich auch satt. So, Dessertzeit. Und da habe ich jetzt mal so ein Aufpreisdessert genommen hier für 4,80 Dollar mit Kila, was ist das? Limette und Raspberry, also Himbeer. Ich weiß gar nicht, ist da noch was drin? Und weißer Schokolade. Ah. So sieht das aus hier innen. Mm. So, abseits der Vernunft habe ich jetzt noch ein zweites Dessert genommen. Das war jetzt inklusive. Sogar mit frischen Erdbeeren hier. Ja, ganz klein. Genauso klein wie das andere. Ne? Und nach dem Essen war ich dann noch im Theater. Und zwar bei Summer, The Donna Summer Musical. Und zwar in der, ja, Originallänge, würde ich denken. Also das waren so 1,5 Stunden ungefähr. Und
Ja, super Stimmung, muss ich sagen. Also das war richtig gut und dann teilweise, glaube ich, bis zu 18 Leute auf der Bühne. Also das war schon richtig, richtig fett. Ja, und was dann wirklich noch spektakulär war, wie ich finde, danach wurde das Theater umgebaut in einen Club. Und zwar ging das mehr oder weniger, wie ihr hier sehen könnt, automatisch. Ja. Also das Ganze war wie so Schubladen, wurden die Sitzränge irgendwie reingeschoben und ja, dann war da plötzlich eine Party-Location und dann konnte gefeiert werden. Also das ist natürlich gar nicht so schlecht, weil wenn man so überlegt, so Pool-Party oder so, das ist ja auch immer natürlich schön und gut, aber Pool-Party hat natürlich immer den Haken, es funktioniert über schönem Wetter und mit so einer Location hier im Theater ist man natürlich irgendwie, Jahreszeiten wollte ich sagen, ja, Jahreszeiten unabhängig oder Wetter unabhängig, so, ja. Das ist es gewesen. Das waren Einblicke in die Norwegian Prima und das waren meine ersten, na, wie lange bin ich jetzt an Bord? 34 Stunden. Ja, ich hoffe, euch hat das Schiff gefallen, euch hat das Video gefallen. Lasst es mich gerne mal in den Kommentaren wissen, wäre das was für euch? Und ja, dann sehen wir uns ganz bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Ach jo, Daumen hoch wäre auch noch super. Danke, bis dahin. Tschüss.